Hi, die Sprachnachrichten bei WhatsApp sind ein äußerst beliebtes Feature. Bislang gab es aber keine Möglichkeit, eine Sprachnachricht zu speichern. Ihr musstet sie entweder nach der Aufnahme sofort an euren Chatpartner absenden oder wieder löschen. Offiziell hat WhatsApp mit der Aktualisierung auf die Version 2.18.10 lediglich Fehler behoben. Inoffiziell gibt es jedoch seit dem Update eine geheime Funktion, nämlich das Speichern eurer Sprachnachrichten. In diesem Video zeigen wir euch, wie es geht. Bevor ihr versucht, eure Sprachaufnahmen zu speichern, solltet ihr sichergehen, dass ihr mindestens die WhatsApp-Version 2.18.10 installiert habt. Um herauszufinden, über welche Version ihr verfügt, navigiert ihr euch in den Reiter Einstellungen in WhatsApp und tippt auf Hilfe. Anschließend wird euch oben in der Mitte angezeigt, welche Version ihr verwendet. Startet nun eine Sprachnachricht in WhatsApp, indem ihr auf das Mikrofonsymbol tippt. Anschließend wischt ihr nach oben, um die Aufnahme zu halten. Jetzt verlasst ihr den Chat, indem ihr beispielsweise oben links auf den blauen Pfeil klickt, um in eure Chatübersicht zu gelangen. Anschließend kehrt ihr in den jeweiligen Chat zurück. Ihr werdet sehen, dass die Sprachnachricht noch da ist und nicht gelöscht wurde. Nun habt ihr die Möglichkeit, die gespeicherte WhatsApp-Nachricht vor dem Senden mit Hilfe des blauen Wiedergabezeichens anzuhören oder sie, wenn sie euch nicht gefällt, zu löschen. Falls ihr zufrieden mit der Sprachnachricht seid, tippt ihr unten rechts auf den blauen Pfeil, um sie abzusenden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Probiert's mal aus. Bis dann. Ciao.